Okay, hallo Benedikt. Hallo Horst. Du bist der Chef von Knublin, habe ich das richtig verstanden? Ja, also das ist eine Konstellation. Also wir selber sind Embedded Projects GmbH. Ja. Wir machen viel Embedded Open Hard- und Software eigentlich. Also mehr aus dem Hardware-Bereich kommen wir. Und wir arbeiten schon lange mit der Hochschule Augsburg gemeinsam und machen diverse Open-Source-Projekte. Da gibt es auch ein paar bekannte wie den OpenOCD oder USB-PROC, die in der Hardware-Welt so ganz bekannt gemacht sind. Und ein neues Projekt, was wir jetzt gestartet haben, ist Knublin. Okay. Und Knublin ist eben ein Embedded Linux-Board, gezielt für die Ausbildung. Ist das so ein bisschen wie BeagleBoard oder Raspberry Pi, kann man sich das so vorstellen? Oder? Ja, technologisch schon. Wir haben eine andere Mission. Wir sagen, wir möchten Knublin für den Benutzer so einfach wie möglich benutzbar machen. Ja. Das ist eine Lern- und Ausbildungsplattform. Okay. Die ganze Plattform ist so aufgebaut, dass sie ganz einfach ist, dass sie jeder verstehen kann. Einfacher Prozessor, einfacher Arbeitsspeicher, einfache Strukturen, das ist ein einfaches Zwei-Lagen-Board und dann kann ich eben... Das ist eine Open-Hardware, kann man genau, das so sagen. Genau, die ist komplett frei verfügbar, auch an der Open-Source-Lizenz, auch die Dateien kann man sich runterziehen, die Layout-Dateien und die Eagle-Dateien, das ist mit Eagle gezeichnet, kann dort weiterentwickeln und auch die Software, also komplett alles frei. Das ist eigentlich bei uns komplett von der Firma her, alles was wir an Open-Source machen, ist komplett alles frei verfügbar, von jedem untersten Ebene bis nach oben hin. Und die Idee ist wirklich ein System zu haben, mit dem man Linux lernen kann, Embedded Linux und verstehen kann. Aber hardwarebezogen. Also hardwarebezogen, genau, eben auch stückchenweise Software. Das heißt, wir möchten dann stückchenweise Sensoren mit auf die Schaltung nehmen, analoge Spannung messen, digitale Spannung messen, Temperatur messen. Und ist das ein vollwertiger Computer, kann ich mir das so vorstellen? Oder? Kann man sich so vorstellen wie einen vollwertigen Computer, hat 180 MHz, hat halt keinen Bildschirm dran, hat eine serielle Konsole, mit dem ich kommuniziere und normalerweise möchte man ihn ziemlich schnell auf Netzwerk umstellen. Mhm. Das heißt, ich habe eine SSH-Verbindung, habe dann Aber ich brauche dann ein gutes Handy oder einen Computer, um ihn zu programmieren. Verstehe ich das richtig? Der hätte auch direkt einen Editor mit drauf und wir arbeiten viel mit Shell-Skripten oder mit Python oder mit Perl. Aber ich kann nicht eine Tastatur an das Ding anschließen, oder schon? Könnte man auch machen, wenn man das wollte, aber in dem Fall ist es meistens sinnvoller, dass man über SSH einfach drauf geht und auf dem Ding. Aber entwickelt. Von einem anderen Computer aus. Genau. Das Wesentliche ist eigentlich zu einem normalen Unterschied, wenn ich einen PC habe. Wenn ich einen PC habe und ich möchte dort einen Taster oder einen Leuchtdiode mal anstecken, habe ich fast keine Chance. Und mit Knublin habe ich Schraubklemmen dran. Da kann ich ganz einfach eine Taster dranhängen, eine Leuchtdiode dranhängen, einen Sensor dranhängen. Ich kann richtig sehen, was passiert da, was passiert, wenn ich das verändere. Und wir haben alle Gerätetreiber für diese Sachen ins Dateisystem reingehängt. Cool. Das heißt, man kann über die Konsole direkt fragen, ja, Taster, bist du gerade gedrückt oder nicht gedrückt? Welche Spannung liegt gerade am AD-Wandler an? Und kann dann mit meinem Shell-Skript oder mit meinem Python oder was ich da habe, was mir am liebsten ist, eine schnelle Steuerung bauen. Kann ich eine Rollladensteuerung bauen. Schau, was gibt der Lichtsensor an, es ist draußen hell, und dann kann ich das Rollo nach unten fahren oder andersrum. Und wird das schon verwendet in der Ausbildung oder ist das jetzt eher Prototypen? Nee, also das Projekt gibt es seit September letzten Jahr. Es wird jetzt zum ersten Mal an der Hochschule Augsburg, seit März ist das Semester wieder, in der Vorlesung Embedded Linux bei Herrn Högel, verwendet. Es sind knapp 15 Leute, die da frei sich rumbasteln. Und wie alt sind diese Studenten dort? Kann man das ist ein Bachelorstudiengang Technische Informatik. Die sind schon ein bisschen älter. Genau, das macht man so ab dem dritten, vierten Semester aufwärts, diese Veranstaltung. Also das ist nicht gedacht für normale Gymnasien oder 14-Jährige? Auch da ist es möglich. Also wir haben die Homepage knublin.org, die hat so einen Schnelleinstieg. Okay. Das heißt, wenn man da drauf geht, kann man sofort mal sehen, wie ich mich einlogge, wie ich meine Leuchtdiode ein- und ausschalte, wie ich ein kleines Skript schreiben könnte. Und dann gibt es den nächsten Punkt für Fortgeschrittene. Da kann ich da mal mit einem Analog-Digital-Wandler arbeiten. Kann vielleicht mal ein PWM-Signal erzeugen. Also kann einfach stückchenweise immer mehr Hardware machen. Bis es dann in den Guru-Bereich geht, indem ich da meinen Kernel kompiliere oder einen Treiber schreibe, wo ich mich stückchenweise anordnen kann. Und kannst du mir als absoluten Hardware-Laien sagen, wie unterscheidet sich das Knublin von jetzt Arduino oder von so anderen Boards, die ich kaufen kann? Was ist da die Philosophie, also der philosophische Unterschied oder der große Unterschied? Der Unterschied ist eigentlich der, dass wir tatsächlich Linux als Firmware nutzen und da wirklich diese ganze Mächtigkeit, die ein Linux-System mit sich bringt, die Kommunikationsdecks, die vielen Software, die Webserver-Technologien, alles, was es so gibt, einfach nutzen können mit einem Fingerschnipsen. Und dass wir schon so viele Anwendungen plötzlich haben, also so einen... Also auf dem Ding läuft schon Linux? Genau, läuft Linux drauf, läuft ein Webserver drauf, laufen Skriptsprachen drauf, dass ich da so schnell in der Entwicklung bin. Also ich habe sowohl eine Hardware-Plattform als auch ein komplettes Software-Paket, was da, also darauf zugeschnitten ist. Wenn man das Board auch kauft, das ist, kostet jetzt 49,95 Euro, kostet immer so viel, ist die SD-Karte mit dabei, fertig installiert, ich brauche bloß einen PC, stecke das Kabel an, verbinde mich mit der Konsole. Es gibt auch Videos auf der knublin.org, die es nochmal beschreiben und kann sofort loslegen sozusagen. Man könnte sogar auch, es läuft ein GCC auf dem Board drauf, kann auch kompilieren. Das bloß mit 8 MB macht das keinen richtigen Spaß. Aber ich könnte mit Knublin kompilieren. Genau sagen. Okay, wobei wir sagen, besser ist es eigentlich mit Skriptsprache zum Arbeiten. Ja. Also am besten mit Lua und solchen ganz schnellen Skriptsprachen. Und Python ist schon drauf, sagst du. Ist auch drauf oder Perl, wobei natürlich wieder ressourcenlastiger sind als irgendwas Kleines.
weil man einfach wirklich sehr schnell einfache Sachen machen kann. Mhm. Wenn man sich frisch anmeldet an Knublin als Root, dann liegen da Haufen Skriptdateien schon rum. Die kann man alle mal zum Spaß starten und ein bisschen rumtesten und schauen, was einem gefällt. Aber normalerweise gibt es schon, der eine macht lieber Python, der andere macht lieber irgendwie Perl. Das geht ja je nachdem Geschmackssache. Und dann habe ich bei deinem Messestand von einem anderen interessanten Projekt gehört, von der Zeitschrift Embedded Journal. Genau. Embedded Project Net Journal. Genau. Das ist richtig. Embedded Project Journal nennen wir das. Das haben Kannst du von diesem Projekt erzählen? Ja, das haben wir schon seit 3 Jahren ungefähr, Ausgabe 12 haben wir mittlerweile. Ja. Das ist eine Zeitschrift, aufgebaut wie ein Open Source Projekt. Ja. Die ist unter der Creative Commons. Das sieht man es leider genau hier nicht, weil dieses Sternchen drüber ist. Aber wir haben ja hier eine Zeitschrift. Hier haben wir welche, genau. Also eine Zeitschrift, die schon Creative Commons hat für das ganze Konzept. Also nicht ein einzelner Artikel, sondern alle Artikel. Wir kriegen die Artikel von Lesern aus der Community zugeschickt. Das heißt, ihr wollt eigentlich auch viele Autoren haben. Genau. Also darf jeder mitmachen. Genau, sozusagen. Jeder, der tolle Ideen hat, tolle Bastelprojekte, egal ob es nur Hardware ist, ob es nur Software ist. Wir haben nächstes Mal auch irgendwie, wie man Zustandsautomaten programmiert, also ganz unterschiedliche Sachen. Okay. Jetzt Embedded Linux, wir haben einen Laserpointer Beamer gehabt irgendwie. Ganz unterschiedliche Sachen sozusagen in der Richtung. Und 4-mal im Jahr kommt es raus. Ja. Es gibt es kostenlos als PDF zum Runterladen. In Deutschland haben wir es geschafft, dass wir durch Sponsoren das Ding auch kostenlos verschicken können an Leser. Also das heißt, wenn ich jetzt im Schwarzwald wohne und sage, ich habe keinen Computer, bitte schickt mir die Zeitschrift, macht ihr das kostenfrei? Kostenlos zugeschickt, weil wir Sponsoren drinnen haben, die Anzeigen drin schalten, und den Druck und den Versand somit bezahlen sozusagen. Okay. Und was wir ebenfalls machen, ist, dass wir dickere Packen an irgendwelche Hochschulen schicken. Okay. Das sind Professoren, Dozenten, die das angefordert haben bei uns, die dann ihre Klasse verteilen. Aber wenn ich das richtig verstehe, die ganze Zeitschrift bis auf die Anzeigen ist Creative Commons lizenziert, alle Artikel. Das heißt, ich kann den Artikel nehmen und in meine eigene Zeitschrift einbauen, ohne dass ich da rechtlich ein Problem habe. Genau, so ist es. Super. Bedingungen und so nimmt sich jeder, der das Ding mit. Ja. Und Spezialfrage, zahlt ihr dann den Autoren was oder machen die das einfach aus Freude? Alles kommt aus Freude, wir machen das auch aus Freude, den ganzen Satz und den ganzen Dings irgendwo. Das ist einfach, das heißt, ihr puttert da auch Geld hinein, damit das funktioniert. Also mittlerweile sind wir Gott sei Dank an dem Punkt langsam, dass wir immer mehr Sponsoren, auch bessere Sponsoren bekommen. Ja. Wobei wir natürlich immer wollen, dass es frei bleibt, dass wir da nicht irgendwie einen Brand bekommen. Super, oder irgendwas. So dass man von da offen frei leben kann. Und du schreibst aber auch selber in der Zeitschrift, schätze ich mal. Nicht oft, aber manchmal schon. Also jetzt gibt es zum Beispiel, also Einleitung muss ich immer schreiben, aber kommt immer davon. Wir haben immer mehr Artikel mittlerweile, die Spaß machen. Am Anfang mussten wir mehr selber schreiben. Also. Und da steht kostenlos PDF zum Download. Das heißt, das PDF ist dann auch Creative Commons lizenziert. Genau. Also ihr tut sowohl im Print als auch im Internet. Genau. Creative Commons lizenziert publizieren. Genau. Also ihr macht etwas als Elektronik-Hardware-Firma, was die Buchbranche als Ganzes noch immer nicht schafft, kann man das so sagen? Sozusagen, ja. Ja, aber macht Spaß und das ist unsere Philosophie. Also wir mögen auch eigentlich, also das sind unsere Kunden, das sind wir, das leben wir, das sind wir und das ist. Also das ist für Bastler von Bastlern. Genau. Klar profitieren wir auch davon, weil die Leute jetzt uns kennen und dann wissen, da gibt es was Tolles und wir haben dann eine Publicity dann für euch indirekt. Genau, aber wir haben es ernst gemeint und haben auch viele Projekte, die wir ernsthaft vorantreiben. Und sagst du mir nochmal, deine Firma heißt Embedded Projects? Embedded Projects im GmbH sind wir. Ja, und kannst du mir sagen, was macht die Firma? Also sie produziert das Knublin Board. Das Knublin Board? Kann man das so sagen? Das ist dieses Board eben hier. Okay, ja. Wir machen viel so Hardware-Spezialentwicklungen auch im Bereich Embedded Linux. Wir programmieren selber. Okay. Wir bestücken selber. Wir machen Automaten, mit denen wir die Sachen selber produzieren. Und mein großer Teil ist diesen Online-Shop, den wir haben, wo wir solche Schaltungen verkaufen. Und könnte ich mir bei euch auch eine Spezialschaltung wünschen, die ihr dann für mich designen würdet? Genau, es gibt sogar gezielt für Knublin gibt es ein eigenes Projekt, das heißt Build Your Own Knublin. Ja. Das ist gezielt für Firmen. Das heißt, ich kann sagen, das ist eigentlich die Schaltung. Nur hätte ich noch gerne in rosa das Ganze und dann noch den Stecker dran und jene Schnittstelle. Und das kann man sich dann über ein Dokument zusammenklicken und dann fällt unten ein Preis raus. Und dann kann man, macht das. Genau, kann man ab einem Stück bis 100 Stück. Also ihr seid praktisch wie ein 3D-Drucker für Platinen. Genau. Mit Versand. Genau. Ja, super. Ich wünsche viel Erfolg und vielen Dank für das Interview. Ja, danke ebenfalls. Tschüss.